So, und damit ein Heyho und herzlich willkommen hier zurück zu Hogwarts Legacy. Ja, wir sind als kleiner Slytherin hier gerade bei den gekreuzten Stäben gewesen, haben da ein bisschen Heckmeck gemacht. Ne? So, gucken wir mal. Ne, Nebenquest haben wir soweit nichts mehr. Alles klar. Dann wollen wir mal. Timer muss ich auch noch stellen. So. Beinahe vergessen, mein Timer anzumachen. So. Dann wollen wir mal. So. Ich bin gespannt. Ne, wie gesagt, wir sind ja so ein kleiner Slytherin. Ne? So böses. Das Böse. Deswegen bin ich mal gespannt, was wir noch so alles erleben werden. Vor allem kriegen wir jetzt ja den Feuerzauber. Ich hoffe, Mr. Brackenby konnte sie unterbringen und dass sie erfolgreich... Ich habe ihre Aufgaben alle erledigt, Professor Hackett. Schön. Dann sollten Sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Sollte, Professor? Ja. Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo-Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Roben zu beenden. Beginnen wir. Denken Sie daran, die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. Alles klar. Konzentration und halten Sie den Zauberstab ruhig. Incendio. So, jetzt kann ich Incendio wenigstens da mal reinhauen. Warte mal, wir bauen den mal da und den mal da hin. Ja, ja. Gut gemacht. Üben Sie gerne im Klassenzimmer, Incendio, bevor Sie gehen. Ich habe ein paar Ziele für Sie aufgestellt. Ja. Sie werden besser. Bleiben Sie dran. Und versuchen Sie, sich nicht zu verbrennen. Ich doch nicht. Ja. Dinge in Brand zu setzen ist recht kathartisch, nicht wahr? Nebenbei mal ein bisschen Chaos stiften. So, mal gucken. Da haben wir noch ein Ding. Ein Knüllmuff-Problem. Alles klar. Mal gucken, ob wir dem Knüllmuff-Problem mal helfen können. Beziehungsweise. Hast du Zeit? Ich könnte Hilfe brauchen. Du wolltest mit mir sprechen? Stimmt. Hallo, ich bin Duncan Hobhouse. Ist mir ein Vergnügen. Ich habe schon von dir gehört. Du hast gegen Trolle und Drachen gekämpft. Ja, danke. Freut mich zu hören. Ich habe schon ein paar Abenteuer erlebt. Ich hoffe, ich werde meinem Ruf gerecht. Dein Ruf eilt dir voraus und ich schätze, er entspricht der Wahrheit. Darum bist du genau die Person, die ich brauche. Naja, in Professor Hackets Unterricht haben wir gelernt, Irrwichte abzuwehren und... Also... Meine hat leider die Form eines Knuddelmuffs angenommen. Wow. Erschrickst du auch vor deinem Schatten? Du machst wohl Witze. Du kannst unmöglich Angst vor Knuddelmuffs haben. Du kannst es vielleicht nicht nachvollziehen, aber meine Erfahrungen mit ihnen waren erschütternd. Sie fressen nämlich Popel. Egal wie gerechtfertigt meine Angst vor Knuddelmuffs auch sein mag... Ich habe mittlerweile den Ruf, ein Feigling zu sein. Manche nennen mich sogar Dankuff Knuddelmuff. Das ist schon witzig. Tut mir leid, aber du musst zugeben, das ist schon witzig. Das finde ich überhaupt nicht. Everett hat dasselbe gesagt. Zu allem Überfluss habe ich dummerweise behauptet, dass ich mutiger wäre, als alle denken, da ich im verborgenen Kräuterkunde-Korridor war. Der verborgene Kräuterkunde-Korridor?
Ja, Gerüchten zufolge hat der Kräuterkunde-Professor vor Professor Garlic dort gefährliche Pflanzen aufbewahrt. Angeblich ist er so überwuchert, dass sich niemand mehr hineintraut. Ich hatte gehofft, du könntest mir vielleicht einen Beweis dafür besorgen, dass ich, naja, dort war. Vielleicht ein Blatt von einer besonders gefährlichen Pflanze? Was erwartet mich? Was für Pflanzen erwarten mich denn im verborgenen Kräuterkunde-Korridor? Keine Ahnung. Aber hast du gesehen, was für Pflanzen Professor Garlic hat? Wenn der vorherige Professor auch nur annähernd so war wie sie, sind sie sicher nicht ganz ungefährlich. Klingt spannend. Helf dir. Na gut, ich werde dir helfen. Hervorragend. Das weiß ich zu schätzen. Komm zu mir, wenn du den Beweis hast. Ich stehe ewig in deiner Schuld. Darauf komme ich zurück, dass du dann in meiner Schuld stehst, mein Freund. Ne? Helfen tun Verborgener wir. Verborgener Kräuterkunde-Korridor. Klingt spannend. Wie gesagt, helfen tun wir. Aber nicht umsonst. Du löst also ein Rätsel, das ich erwähnt habe und verrätst. Ja. So unfassbar, ne? Find's geil, dass sie immer noch drauf rumreitet, dass sie ihr nichts gesagt habe. Ah, schön. So, nach da und dann hier rum. So. Da rein. Diese Ranken sind so trocken, dass ein Funke sie entflammen würde. Hab. Verborgener Kräuterkunde-Korridor. Rive, das muss der Eingang zum verborgenen Kräuterkunde-Korridor sein. Teufelsschlinge. Die scheint im Dunkeln zu gedeihen. Vermutlich mag sie kein Licht. Ja, es ist ja wohl bekannt. Incendio. Lumos. Incendio. Revelio. Incendio. Lumos. Incendio. Revelio. So. Lumos. Jetzt nehmen wir Lumos noch mit anmachen, damit wir hier nicht von irgendeiner doof-dämlichen Pflanze erwischt werden hier. Ja. Incendio. Lumos. Revelio. Lumos. 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 Anscheinend hat die Teufelsschlinge eine Truhe beschützt. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. Zack. Revelio. Lumos. So. Schön hier weitergehen. Mit nur einem Stück dieser riesigen Venemosa Tentacula könnte Duncan wohl seinen Mut beweisen. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. So. Sicherheitshalber immer mal gucken, dass ich hier überall... Incendio. Revelio. Lumos. So. Und einmal raus in die Gewächshäuser. Na bitte, geht doch. Revelio.
Wenn ich eh hier gerade schon bin. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Eine Truhe. Die nehmen wir dann auch gleich mal mit, ne? Wenn wir eh schon hier sind, ne? Dann können wir auch da kurz mal den ganzen Stuff mal mitnehmen. Ich verbringe Sonne. So. Dann bringen wir ihm mal seine... Ich bin einfach zu gutgläubig. Ja, bist du. Bringen wir ihm einfach mal seine komische Tentakula-Blattgeschichte hier. Wollen aber auch was dafür, ne? Also... Hast du schon etwas, um meinen Mut zu beweisen? Hallo, Duncan. Ich habe den Beweis für dich. Das ist ein Blatt? Das war ja eine riesige Venemosa-Tentakula. Das ist besser, als ich zu träumen gewagt hätte. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Danke, dass du mir das besorgt hast. Vielleicht behalte ich das lieber. Ich habe nachgedacht. Dank, Huff Knuddelmuff. Ich behalte das lieber. Du musst deine Furcht überwinden. Das ist doch nicht dein Ernst. Wie furchtbar. Was soll ich denn jetzt tun? Tja. Das wird dir eine Lektion sein. Ich tue dir einen Gefallen. Enttäuschungen wie diese helfen dir, stärker zu werden. Ich will nicht stärker, sondern in Ruhe gelassen werden. Sogar Zenobia Noke wird mich jetzt auslachen. Du hast meine Zeit vergeudet. Ich habe mich in dir getäuscht. Ich bin ein Slytherin! Ich hätte dir nicht trauen sollen. Was erwartest du? Umhang der Venosa Tentacula, nicht? Also, mal ganz ehrlich, was erwartet ihr? Ich bin ein Slytherin! Dass die Leute echt erwarten, ich tue hier denen was Gutes, weil es ist... Uff. Okay, das ist Stufe 7, das können wir noch gar nicht ausrüsten, aber den da können wir ausrüsten. Müssen nur darauf achten, nebenbei, ne, hier, das ist der von der Tentacula, das ist dieser historische. Aber dass die direkt immer glauben, hey... Der hilft uns, so, weißt du? Sie immer glauben, wir sind die Guten. Ah, sogar einen Samen haben wir bekommen, nett. Ach nee, das war das Blatt, ne? Das war ja das Blatt der Tentakula, was wir da noch hatten. So. Ich würde sagen, reden wir mal mit Professor Fick. Mal wieder. Denn wir haben ja, können ja wieder den Desillusionierungszauber erlernen. Oh, da lang. Die Schule wird uns so hassen. Jeder in der Schule wird uns so hassen, wenn wir hier das Schuljahr durchhauen. Also wirklich. So, warten wir mal. Ah, da sind Sie ja. Ah, da bin ich ja. Professor Fick. Hallo, Sir. Es wird Sie bestimmt freuen, dass ich mit Professor Hackett meine Verteidigungszauber geübt habe. Ja, sie sagte, dass Sie Ihren neuen Zauberstab sehr gut im Griff haben. Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an ihren Fähigkeiten arbeiten. Dennoch möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Mhm. Nun, fahren wir fort? Fick! Es gibt Arbeit. Los! Professor Black, ich habe Sprechstunde. Das muss warten auf unbestimmte Zeit, genau wie Ihr Schüler. Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen. Mein Büro! 5 Minuten! Der Mann ist ein Ärgernis. Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten. Aber Professor... Wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Ich suche sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss. Ach komm. Ich hätte so einen Spaß dran, Revelio. Den Schulleiter weiter zu ärgern.
Wäre doch so geil und witzig. Sebastian hat doch die verbotene Abteilung erwähnt. Vielleicht hat er ja eine Idee. Stimmt. Ne, also Sebastian. Vielleicht kann Sebastian uns helfen. Unten steht er ja auch schon. Hey Sebastian. Sebastian, da bist du. Da bist du ja. Du hast mir eine Erklärung für den Vorfall in den drei Besen versprochen. Victor Rookwood interessiert sich nicht für viele Schüler. Was hat es damit auf sich? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe ihn nie getroffen. Vielleicht verwechselt er mich mit jemandem. Wenn du meinst, ich will dir nicht auf den Pelz rücken, aber irgendwann musst du mir sagen, was los ist. Du könntest mich brauchen. Und warum hast du mich gesucht? Ich muss etwas für Professor Fig finden. Aber es ist in der verbotenen Abteilung. Kann er es nicht selbst holen? Er wurde im letzten Moment von Black wegbeordert. Ich könnte warten, bis ich wieder von ihm höre, aber... Du willst Initiative zeigen. Genau. Du sagtest, man müsse nur schlau genug sein, um in der verbotenen Abteilung nicht erwischt zu werden. Das bin ich auch. Triff mich heute Abend vor der Bibliothek und sag's niemandem. Was, wenn wir erwischt werden? Was ist, wenn man uns in der verbotenen Abteilung erwischt? Wir müssten nachsitzen. Lass dir vor allem eins gesagt sein. Meide Peeves, den Poltergeist, unter allen Umständen. Neben der mutwilligen Zerstörung von Schuleigentum ist ihm nichts lieber, als Schüler wie uns zu verpetzen. Was ist mit der Bibliothekarin? Muss ich mir Sorgen wegen der Bibliothekarin machen? Madame Scribner toleriert keine Heimlichkeiten inmitten ihrer wertvollen Bücher. Also solltest du zusehen, dass du ihr aus dem Weg gehst. Sie und ich haben unsere eigene Geschichte, aber ich kann mich gegen sie behaupten. Du vielleicht nicht. Bis heute Danke, Abend. Sebastian. Bis später dann. Ja. Ne, wir machen das abends. So. Problem ist, ich glaube, jetzt kann ich ihn nicht speichern, oder? Oder kann ich speichern? Doch, ich kann sogar speichern. Das ist gut. Denn ich würde sagen, bevor wir da jetzt die Geschichte mit dem Dings machen, mit der verbotenen Abteilung, würde ich diese Folge gerne beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaut auch in der nächsten Folge dann wieder rein, wenn wir dann uns in die verbotene Abteilung schleichen. Und ja, dementsprechend dann mal schauen, was uns dort erwartet. Also, tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Livers.